Ja, hallo, herzlich willkommen, Leute. Ihr seht vielleicht hinter mir so meinen eh schon inzwischen Bekannten. Also ich habe schon das ein oder andere Video jetzt genau aus dieser Perspektive gedreht. Ja, ich habe hier die zwei Bildschirme, hier oben die zwei Soundmonitore. Aber es sieht alles zusammen noch nicht allzu schön aus. Also das Licht hier verwende ich als sozusagen indirekte Lichtquelle für meine Streams. Und auch diese Dämmstoffe hier hinten habe ich eher nur ganz lose hier hingelegt. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein kleines Projekt angehen. Ich hoffe, ich schaffe das heute alles so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, ich möchte Nanoleafs hier hinten ran machen. Ich habe einen 9er Pack gekauft und ich dachte mir, wow, das könnte bestimmt cool aussehen hier im Hintergrund. Also direkt hinter meinem Kopf hier oben über den Bildschirmen möchte ich die hier hin haben. Dann links und rechts auf den Seiten diese Dämmstoffe hier. Ich habe dazu neue gekauft. Die sind ein bisschen dünner als die alten. Damit ich die jetzt nicht so an die Wand poppen muss, habe ich mir noch so ein dünnes Spanholz gekauft. Auf dieses Spanholz möchte ich drauf haben, diese Dämmung. Und das möchte ich aufhängen wie Bilderrahmen. Also ich habe mir noch extra so Haken gekauft, so ganz normale Bilderrahmenhaken. Mal sehen, ob das damit klappt. Ich habe es mir ungefähr so vorgestellt, und zwar in die Mitte kommen die Nanoleafs, schön in der Form von einem M für Michi. Und links und rechts kommt jeweils eine Platte mit diesem Schaumstoff oben und es wird dann so wie Bilder raufgehängt und ausgestanzt, die Nanoleafs sollten in der Mitte rauskommen. Dann kann man nämlich auch hinter den Platten ganz gut das Kabel verstecken. Ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es ausschauen wird. Ich denke, es wird ziemlich cool ausschauen im Ende. Aber ob ich das wirklich so hinkriege, keine Ahnung. Ich nehme euch jetzt mit, drückt mir die Daumen. Zuerst mal hier die alten entfernen, die liegen ja hier nur oben. Braucht man einfach nur runternehmen. So, sieht direkt ungewohnt aus für mich hier, so weiß die Wand. Aber jetzt messe ich mir mal ungefähr die generellen Abmessungen ab, dass ich dann weiß, wie wir generell alles zuschneiden. Okay, wir haben hier 1,57 in der Breite. Wir machen 1,55 draus, dann haben wir noch ein bisschen Spielraum. Und von der Höhe her bin ich mir noch nicht so sicher. Also die Spanplatten, die ich mir gekauft habe, die sind genau einen Meter hoch. Mal sehen, ob das hoch genug ist. Ja, schaut eigentlich gut aus. Geht eh nicht mal auf die Kamera rauf. Ich denke, mit 1 Meter Höhe sind wir ganz gut dabei. Wichtig ist auch, dass ich hier unten eben ein bisschen frei lasse, weil ihr seht hier, ich habe hier ja schon meine LED-Leiste. Die sollte natürlich danach auch noch sichtbar sein. Das heißt, der Schaumstoff sollte sowieso so ungefähr 5 bis 10 cm über diesen Leuchten aufhören. So, als nächstes würde ich sagen, backen wir die Nanoleafs aus. Boah, das geht schwer raus. Oh mein Gott. Aber es ist hoffentlich nichts passiert. So, ja, schöne Packung eigentlich. Please recycle me steht hier oben. Auch sehr schön. Yeah, sehr schön, sehr schön. Genau, hier ist das Steuerungsmodul. Kabel, amerikanischer Stecker, den brauchen wir nicht. Netzteil, ganz wichtig, Soundmodul, das auch, wenn ich zum Beispiel Musik höre, die im Takt leuchten von der Musik. Und das hier sind die Paneele. Wow, die sind ehrlich gesagt flacher, als ich mir gedacht habe. Okay, und die werden dann mit mitgelieferten Klebstreifen dann an die Wand geklebt. Auch dazu Schablonen, die können wir vorhin schon an die Wand machen, um dann ungefähr zu sehen, wie groß das ganze Gebilde wird. Und diese einzelnen Paneele werden dann mit diesen Verbindungsstücken einfach zusammengesteckt. Man steckt es hier hinein, zack, und dann kann man das nächste Panel anstecken. Ich versuche jetzt mal, diese Schablonen hier so aufzubauen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. So, nun habe ich die Schablone angebracht, habe nochmal nachgemessen, soll sich ausgehen, ist ungefähr gleich weit von beiden Seiten entfernt, sprich mittig. Ich habe jetzt hier hinten auf der Rückseite der Paneele schon Klebestreifen angebracht und hier zwei Kontakte reingesteckt, wo dann später die nächsten Paneele dran gesteckt werden. Jetzt ist wichtig, dieses Panel, ich habe hier auch eine kleine Wasserwaage mit dabei, die möglichst gerade auszurichten, und wenn die erste Kachel mal fix und fertig da klebt, dann ist das andere nur ein Kinderspiel. Die Wasserwaage zeigt es gerade an. So! Klebt. Es klebt, es ist einigermaßen gerade. Ich würde sagen, wir testen mal, ob es leuchtet. Oh, tatsächlich, ja moin, das sieht ja geil aus. Wir haben jetzt hier noch das Soundmodul. Ah, oh damn, das hat seine Farbe geändert. Alter, das ist krass, das leuchtet heller als ich dachte. Das funktioniert dann 100% als Softbox. Mein Grundgedanke neben dem Style-Effekt, dass ich, wenn ich jetzt in Zukunft Videos mache, hier so mit euch reden kann und Hintergrund geil ist, habe ich es eigentlich primär als Softbox hier reingebaut, dass es mich anleuchtet, während ich hier zocke. So, ah ja, jetzt reagiert es auf wie ich rede. Oh mein Gott, ist das crazy. Disco, Disco, Party, Party. Alter, Leute, mega geil. Du, du, bum. Yeah! Oh! Oh mein Gott, ich feiere das! Mega! Schaut euch mal die Farben an! Das ist krass, das ist crazy, das Ding! Crazy! Als nächstes würde ich gerne diese Schaumstoffteile hier verwenden. Die sind eben genau 1 Meter hoch, also von der Höhe her genau so hoch, wie ich es haben möchte. Ich habe hier noch einen Karton vorbereitet. Den werde ich so ausschneiden, wie genau diese Form hier ist. Das ist eine Art Schablone.
Ja, damals ganz oben nur die Schablone. Ich denke, das haut ungefähr hin. Wir wechseln jetzt mal das Zimmer. Das ist jetzt einmal der erste Plan. Hier diesen oberen Rand, den schneiden wir natürlich ab, dass sozusagen von der Holzplatte nichts mehr zu sehen ist. Ich denke auch, dass wir das Ganze hier durchtrennen werden, damit ich jede Platte für sich alleine auf- und abnehmen kann. Hier soll dann sowohl durch das Holz als auch hier ausgestanzt das M sein. Da müssen wir jetzt das durchschneiden. So. Dafür habe ich nämlich eben jetzt die Schablone gemacht, dass wir genau dort rausschneiden. Okay, ich habe nun das hier aufgezeichnet. Ja, sieht ganz gut aus. Wir schneiden das jetzt aus dem Holz raus. Dann kleben wir den Schaumstoff drauf. Und erst dann ganz am Schluss schneiden wir nochmal den Schaumstoff hier so aus. Wir haben jetzt die zwei Teile ausgeschnitten, geschliffen, alles schön. Jetzt können wir damit beginnen, die ersten Teile anzukleben. Wir beginnen mit dem für die Mitte, hier und hier. Ich habe hier ganz klein schon gekennzeichnet, wie weit wir diesen speziellen Kleber hier auftragen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, weil normalerweise braucht man hier so eine Spritze. So, da ist jetzt leider die Speicherkarte hops gegangen. Ich habe währenddessen mal das hier fertig gemacht. Zum Kleber selbst habe ich folgende Lösung gefunden. Gehe hier mit dem Hammer rein und presse hier mit meiner Schulter. Dann kommt was raus, aber es ist wirklich anstrengend und schwierig. Sag mal so, es klappt zumindest. Ne? Das nehmen. Ja, ich würde sagen, rauf damit. So, und rauf damit. So Leute, Alter, das ist so anstrengend. So, fertig. Sieht jetzt von hinten so aus. Teil 1 ist fertig. Sieht tatsächlich nicht mal so schlecht aus, ne? Wir sind soweit fertig. Es sieht wirklich gut aus, also besser als erwartet fast. Jetzt geht's ans Aufhängen. Wir machen solche Haken und hängen das dann so rein. Wirklich wie ein Bilderrahmen. Okay Leute, puh, alter Schwede, das war jetzt richtig anstrengend. So, wir werden jetzt die Elemente einzeln draufhalten und dann genau dort Punkte machen, wo die Haken sind und dann können wir dort die Haken einbauen. Ich habe hier jetzt das eine Element, so circa ist es dann. Dann können wir hier Punkte machen, wo die Haken sind. Okay, dann haben wir hier und auf der anderen Seite hier. Hängen wir es jetzt mal ran, Leute. Ich bin gespannt, ob wir uns nicht vielleicht verrechnet haben. Schauen wir mal. Ja, okay. Okay, es hängt, sieht aber tatsächlich nicht mal so scheiße aus, oder? Das passt, Leute, das passt. Dann machen wir jetzt das zweite ran. Ja, Leute, passt, würde ich sagen. Ich meine, schaut gut aus, oder? Wow, ich bin absolut begeistert. So, Leute, ich glaube, es ist fertig. Hey, Alter, das sieht doch mega geil aus, oder? Und jetzt habe ich erstens eine Softbox, die mein Gesicht bescheint, wenn ich streame. Und ich habe einen geilen Hintergrund, wenn ich dann in Zukunft hier irgendwie so... Leute, ist das geil oder ist das geil? Mega, Alter, ich freue mich richtig. Ich werde jetzt versuchen noch so, ihr kennt es ja so von Autos oder so Car-Porn oder Tech-Porn oder so. Ich versuche das da jetzt ein bisschen zu machen. Ansonsten war es das mit diesem Video. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. War jetzt wirklich anstrengend. Ich habe tatsächlich den ganzen Nachmittag dran gesessen und gearbeitet. Aber das Ding ist fertig und ich bin wahnsinnig stolz drauf. Next Level ist erreicht auf jeden Fall hier zum Zocken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was ihr immer gerade macht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.